Dramatisches Ende einer Verfolgungsfahrt gestern Abend in Iserlohn-Lettmathe. Ein Pkw-Fahrer, der vor der Polizei geflüchtet war, verursachte einen schweren Verkehrsunfall, bei dem 4 Personen teilweise schwer verletzt wurden und setzte anschließend seine Flucht zu Fuß fort. Polizeipressesprecher Dietmar Boronowski erklärt, was passiert war. Gegen 19.44 Uhr sollte ein Verkehrsteilnehmer an der Altener Straße von den Kollegen im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Das Fahrzeug verlangsamte, der Fahrzeugführer händigte den Fahrzeugschein aus und in dem Moment beschleunigte er sein Fahrzeug abrupt und die Kollegen nahmen die Verfolgung dieses Fahrzeugs auf. Sie verloren kurzfristig Sichtkontakt und an dieser Kreuzung hier, Ellebrecht, hat das Fahrzeug, was flüchtig war, aus Ennepetal, die Kreuzung bei Rot passiert und dabei einen Dacia, der von der Autobahn runterkam, direkt im Kreuzungsbereich frontal touchiert und es kam zu einer Kollision, bei dem das Fahrzeug auf die Seite geschleudert wurde. In diesem Fahrzeug sind 4 Personen eingeklemmt, davon 3 im Moment nach bisherigem Stand der Ermittlungen schwerst verletzt, eine Person leicht verletzt. Der flüchtige Mann in dem Pkw stieg aus seinem Fahrzeug aus und rannte bis dato unerkannt in der Dunkelheit Richtung Lettmathe. Das ist bisher der Stand der Ermittlungen, den wir haben. Bei den 3 Eingeklemmten gestaltete sich die Rettung ein wenig schwieriger. Zum Schluss war ein junges Mädchen, 14 Jahre alt, befreit worden, was jetzt gleich mit dem Rettungshubschrauber noch in eine Klinik nach Dortmund geflogen wird. Zurzeit ist die Feuerwehr Iserlohn hier mit einem Rüstzug und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr. Der Rettungsdienst des Märkischen Kreises ist hier mit dem leitenden Notarzt sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister des Märkischen Kreises. In dem Pkw mit den 4 Personen handelt es sich um 3 mittelschwer Verletzte und eine schwerverletzte 14-Jährige, die nach Versorgung hier an der Unfallstelle jetzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht wird. Eine Suche nach dem flüchtigen Pkw-Fahrer in der Nacht, auch mit Hubschrauber, Wärmebildkamera und Suchhunden, blieb erfolglos. Allerdings hat die Polizei einen Verdacht, wer am Steuer des BMW X6 gesessen haben könnte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Indes hat die Polizei heute früh mitgeteilt, dass die 14-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr ist.